Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Part der Pokémon Y Nuzlocke Challenge. Im letzten Part haben wir den guten Big Bob gefangen. Unser mächtiges Relaxo. Ramukles hat noch, glaube ich, Autotomie dazu bekommen. Ansonsten haben wir nicht groß irgendwie etwas gelevelt. Wir haben noch ein Iskala gefangen, welches leider nicht die Fähigkeit Umkehrung hat, was es auf einer Skala von 1 bis 10 schon sehr schlecht macht. Also. Puh, war schon, ist schon, nee, also anders belastend. So, da war ein kurzer Cut, ich musste kurz was mit dem Kuji besprechen. Ja, das Iskala hat leider ein, oh, das sieht echt cool aus, ein beschissenes Wesen und eine sehr beschissene Fähigkeit. Ja, das sieht halt echt cool aus, ne, muss ich sagen. Aber da ist gar kein Pokémon drin. Ich dachte, da wäre jetzt so ein cooles Pokémon drin, aber da ist gar nichts drin. Ja. Auf jeden Fall. Oder hat er gerade Elektro- oder Wasserattacken bei Sturmsuck gesagt? Ah ja, okay. Wasserattacke, dann ist gut. Ja, wie gesagt, ist nicht ein Pokémon, was ich unbedingt reinnehmen will, weil es halt auch. Puh, echt nicht gut ist, ne? Na, guck mal, hat es sich doch je gelohnt, hier hinzugehen. Der hätte zwar coole spezielle Attacken mit Psychoshock, Finsteraura, Flammenwurf und Donnerblitz. Das heißt, sollten wir mal wirklich einen roten Mann haben, kann man den durchaus reinnehmen. Aber damit kommen wir zur Küste. Oh. Ich frage mich nur, darf ich jetzt hier noch ein Pokémon fangen? Weil das ist ja immer noch Route 8. Petrophia. Okay, also hier darf ich auf jeden Fall zumindest ein Pokémon fangen. Gut, dass hier ein Zertrümmererstein liegt. Mon, was ich jetzt vorerst erstmal nicht reinnehme, wir haben ja einen 5er-Squad und unser Mitnahme-Mon. Warum glitzert das da so komisch? Deshalb würde ich da noch gerne erstmal ein bisschen abwarten, wie es dann da aussieht. Und dann schauen wir einfach mal, was wir da so draus machen. Vielleicht kommt es ja doch rein, ne? Müssen wir einfach mal gucken. Wir dürfen auf jeden Fall in Petrophia auf jeden Fall ein Pokémon hier fangen. Das heißt, wir angeln jetzt hier einfach mal genüssig und gucken, was rauskommt. Vielleicht kommt ein Algit. Vielleicht kommt aber auch ein Libiskus. Ja, ne? Das so, das mal. Wobei, ich glaube, das Teil hat immer festgesetzt eine Herzschuppe, dass es trägt. Das heißt, das ist eigentlich ein Mon, was ich jetzt so nicht unbedingt benutzen möchte. Aber ein Mon, das ich reinnehme. Nicht reinnehmen, sondern fange wegen dem Item. Das finde ich dann doch wieder. Das finde ich dann doch wieder sehr interessant und eigentlich ganz gut, wenn ich so drüber nachdenke. Das ist eigentlich sogar dann eine sehr gute Sache, weil potenziell brauchen wir durchaus Level 1 Moves, weil ich glaube, so zum Beispiel Turtok kann Level 1 Finsteraura oder sowas hier oder Aurasphäre. Das sind alles so Coverage Moves, die ich sogar sehr, sehr gerne mitnehme. Ja, doch. Ich sag auch so für den Slot, damit wir den haben und wir keinen Libiskus mehr empfangen können, ist das okay. Es tut mir jetzt sehr leid, Selina. Aber du wirst jetzt das Libiskus. Ich hoffe, du findest Libiskus wenigstens einigermaßen okay, aber du bringst uns eine Herzschuppe mit. Und damit bist du schon ein wertvoller Teil dieses Projekts, Selina. Ich hoffe zumindest, dass das Teil zu 100% eine Herzschuppe trägt. Ansonsten bin ich jetzt derbe enttäuscht. Aber ja. Wir müssen über etwas Wichtiges reden, meine Freunde. Über eine Debatte, die, wie ich finde, sehr, sehr wichtig ist. Und zwar geht es um die Partybox. Also ihr kennt vielleicht diese Partyboxen, wo so verschiedene Sachen drin sind. Fischlis, Salzstangen, Chips, Erdnussflips und sowas. Deshalb, eure Meinung ist jetzt gefragt. Wie steht ihr zu diesen Fischlis in der Partybox? Denn ich liebe diese Fischlis. Und ich weiß, ich habe ja mit Kusha, glaube ich, letztens erst drüber geredet. Und er hat so gemeint, ja, die gibt es ja so einzeln zum Kaufen und ich habe ihm das nicht geglaubt. Und dann war ich heute bei der Edeka. Und ratet, was ich gefunden habe. Ich habe meine Fischlis gefunden. Es ist endlich, danke, okay, du hast es zumindest. Es ist endlich soweit. Ich kann mir Fischlis einfach so kaufen. Es ist einfach so eine schöne Sache. Ich liebe diese Teile. Habe auch schon eine Packung gegessen. War mega nice. Also, was heißt, ich habe sie heute gekauft, aber
Ich habe sie letztens im Edeka gesehen und damals schon mitgenommen. Mir dann schon so gedacht, Alter, mega nice. Habe ich ein Pokémon, das nicht mehr als 81 hat? Ich bezweifle, dass du mehr als 81 hast. Ah, 60. Du hast es versucht. Aber das finde ich einfach mega, mega nice. Also das ist ja, oh, das ist einfach, es ist eine neue Welt einfach. Warum kann ich die Schilder nicht von der Seite ansprechen? Das finde ich doof. Fossilienlabor, okay, hier kann ich potenziell Balgoras wiederbeleben. Und das ist auch so eine Sache, warum ich mich auch nochmal gegen Inkay so ein bisschen gewehrt habe. Weil ich ja. Wo geht's denn jetzt hier wieder lang? Ah ja. Zur Leuchthöhle geht's nur auf Rihons Rücken und der macht gerade ein Päuschen. Sehr nett von Rihorn. Auf jeden Fall bin ich sehr, sehr froh, dass ich die jetzt kaufen kann, weil jetzt kann ich mir die gönnen immer wieder und. Die sind nicht ganz so schlimm wie zum Beispiel Chips. Glaube ich zumindest. Ich hoffe, es ist zumindest so. Aber in meinem Kopf erscheint es zumindest logisch, dass die nicht ganz so schlimm sind. Aha, ein Band der Wachsamkeit. Ah, danke schön. Das ist das, was ich gebraucht habe. Deshalb hoffe ich, dass ich die kriegen kann, weil ich mag ja diese Kügelchen-Dinger da nicht. Die habe ich tatsächlich auch gefunden. Nein, lass mich mit O-Kraft in Ruhe. Ah ja. Cool. Das hat sich. Ich habe keine Ahnung, was du willst. Ich glaube, O-Kräfte sind einfach nur für EV-Training da, was wir halt so gar nicht hier machen. Also ist das okay. Auf jeden Fall. Was wollte ich jetzt sagen? Genau diese Kügelchen mag ich gar nicht. Aber die habe ich tatsächlich auch gefunden. Also es gibt tatsächlich durchaus ein paar Sachen von der Partybox, die man sich kaufen kann. Genau genommen fast alles. Also Erdnussflips gibt es hier auch so zum Kaufen. Salzstangen, Chips. Die Fischlis habe ich ja jetzt auch für mich entdeckt. Also von dem her bin ich da schon sehr, sehr froh, dass ich die jetzt alle habe. Ich glaube, ich muss jetzt wirklich an diesem Strand entlang gehen, okay? Deshalb bin ich da auch sehr, 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 sehr froh, dass ich die gefunden habe. Die schmecken einfach so gut. Ich mag sie so gerne. Oh, ist das nice. Ich weiß nicht, ob ich das bei Kusha schon mit dem Part, also bei dem Part mit Kusha schon gefragt habe, aber wenn ich das nicht gefragt habe, schreibt mal rein, ob ihr so Fan von denen seid, beziehungsweise was ihr so bei der Partybox mampft. Ich bin mir sehr sicher, dass ich das schon gefragt habe, aber ich habe den Part nach momentan. Nimm doch das Item da! Nach momentanem Stand tatsächlich noch nicht, den noch nicht geschnitten. Ah ja. Ich kann auf Inlinern hier fahren. Das ist. Ah ja. Das sieht natürlich realistisch aus, ja. Das ist, ja. Sehr realistisch. Aber ja. Und da sind die Bikini-Mädels. Boah, ich weiß noch, ne? Hä? Ich muss in dieses Fossilienlabor rein und komme dann erst weiter? Ah. Ich weiß nämlich noch damals. Um mal wieder auf das Nintendo Let's Play einzugehen, ne? Das ist so ein bisschen so ein Running Gag, den wir, glaube ich, ganz gut durchs Projekt ziehen können. Weiß noch, als ich das bei dem gesehen habe und der so, boah, 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 guck mal die im Bikini an und ich mir damals schon dachte, ah ja. Ist das sowas, was man so jetzt in dem Alter witzig findet oder nicht? Weil ich fand es nicht witzig. Wobei ich ja auch, ich muss sagen, ich war so relativ spät, was so sexuelle Dinge angeht, nenne ich es mich Topf, sagen wir mal so, angeht. War ich erst so in der 7. Klasse oder so drin, weil meine Kumpels, die haben ja in der 5. Klasse schon so angefangen, Germany's Next Topmodel zu gucken, wo ich mir schon dachte, das ist so eine Sache, das guckt man, das ist so normal. Wir haben dann immer so drüber geredet und fanden das auch immer so mega geil und haben immer so gesagt, boah, die sieht gut aus und die sieht gut aus und ich dachte mir immer noch nur so, was zum Teufel? Was zum Teufel? Als Germany's Next Topmodel. Ich dachte im. Also, als ich in der 5. Klasse war, war so Germany's Next Topmodel für mich so ein. Bist du blöd? Das ist doch so. Nee, sowas guckt man doch als Junge in dem Alter nicht. Aber hat man bei denen offensichtlich getan. Oh! Hat man bei denen offensichtlich getan, ne? Also von dem her, sage ich da jetzt mal nicht so viel gegen, aber finde ich schon sehr suspekt. So, ich muss jetzt aufpassen, dass wenn ich mit Steirer versuche, einen Pokémon zu fangen, ich den Beulenhelm nicht vergesse. Aber ja, das war auf jeden Fall so eine Sache. So, Route 9, da kriegen wir ein neues Mann. Nice.
dass da einfach, ne? Oh, nice, das Rihorn reiten. Ich sag, das finde ich sehr, sehr cool, dass das eingeführt wurde. Wenn Rihorn nicht so Ewigkeiten langsam wäre, wäre es auch noch mal einen Ticken cooler. Aber das ist so eine Sache, über die ich mir, die finde ich sehr, sehr cool. Also gerade dieses Reiten, das ist ja so der Vorreiter, haha, witzig, für Gen 7. Und unser Encounter hier ist bitte Iguana, Milza oder Lavita. Oh! Den nehme ich auch! Der kommt ins Team! Hallo Garneville! Der passt auch noch richtig gut ins Team momentan. Klar, wir kriegen noch Balgoras und ich habe absolut keinen Schimmer, wen ich dann rauswerfen soll. Aber, oh! Falls ihr es nicht wisst, Rabigator, mein drittliebstes Pokémon. Nur Mampfaxo und Uhafne sind vorne. Wobei Mampfaxo noch so ein bisschen auch der Grund ist, weil ich mich sehr gut mit Mampfaxo identifizieren kann. Ich wäre fast auf Flucht gekommen. Schick mal den Flobert hier rein. Der regelt das. Aber, oh! Oh, das ist so super. Mit dem habe ich jetzt nicht geredet. Ich sage, Iguana wäre auch mega cool gewesen. Lavita und so. Wobei, Rabigato finde ich besser als Despotar. Deshalb nehme ich den gerne mit. Ich setze jetzt meinen Superball ein. Ansonsten muss ich gucken, dass ich den mit Biss oder so weiter schwäche. Vor allem, ich glaube, der hatte keinen Bedroher. Dann hat der wahrscheinlich Hochmut, was im Playthrough actually sogar besser ist. Ja, nice. Das ist doch das, was ich sehen möchte. Das doch der geile Scheiß, den ich sehen möchte. Nice. Nice. Und ich würde sagen, das wird der Terra-Croc, weil Croc passt mir sehr gut so... Nein? Passt mir sehr gut so zu Rabigator. Deshalb wird das. Und jetzt Terra erinnert mich auch so ein bisschen an die Erde. Ja, doch, das finde ich sehr gut. Rock. So. Oh, da muss ich jetzt wieder umdrehen und Ewigkeiten mit dem laufen, aber was soll es, ist mir egal. Also man muss echt sagen, diese Einführung, dass man Pokémon direkt ins Team ins Team nehmen kann, ist schon sehr nice. Und ich wusste gar nicht, dass Rihorn dann rückwärts läuft. Das ist ja mega nice. Der Moonwalk hier, Rihorn. Richtig, Digga, am Start. Nicht schlecht. So, wie komme ich jetzt von dem runter? Ah ja, ich weiß nicht genau, ob ich das Richtige gedrückt habe oder nicht, aber nehme ich jetzt einmal mal so an. Wo war ich? Ah ja, genau. Auf jeden Fall waren das so die Themen, die so mega interessant waren. Die haben auch damals so Serien wie Glee geguckt. Das würde ich heutzutage sicher 100% gucken. Aber so damals in der 5., 6. Klasse Glee gucken? Ah, locker ist, glaube ich, ziemlich kacke, weil das Minus Init ist, aber... Ist halt für Hochmut doof, aber ja, leben wir jetzt einfach mal mit. Ist so eine Sache, die hätte ich damals im Leben nicht angefangen. Also Glee wäre ja so eine Sache gewesen, wo ich mir gedacht hätte, nee, das gucke ich mir doch jetzt nicht an. Das, nee, die singen und tanzen und so und so singen und tanzen war sowieso so eine kritische Sache für mich immer. Da war ich auch nie so begeistert von, wenn es um sowas ging. Aber ist wahrscheinlich keine schlechte Serie gewesen. Ich habe nämlich auch erst letztens erfahren, dass da Grant Gustin mitgemacht hat. Der Schauspieler von The Flash. Weil den kannte ich davor auch gar nicht. Also den habe ich auch erst mit Flash so quasi kennengelernt. Davor gar keinen Schimmer gehabt, wer das ist. Aber sehr sympathischer Schauspieler, mag den super gerne. Die Serie ist inzwischen eher so... Ja, ne? Könnte besser sein. Könnte besser sein. Ich sag's euch, wenn Present irgendwann mal hier dabei ist, muss ich mal gucken, ob ich den dazu animieren kann. Und dann gibt's einen DC-Talk wahrscheinlich und so Zeug über Serien. Weil da sehe ich mich. Also für alle, die... Sobald ihr wahrscheinlich seht, dass Present dabei ist, könnt ihr damit rechnen. Weil von dem kann ich mir auch mal wieder die Meinung einholen. Hippopotas wäre auch cool gewesen, aber bin ich sehr dankbar, dass ich den nicht bekommen habe, weil der setzt einen Sandsturm auf und ich... Fände das, glaube ich, overall ziemlich nervig. Aber ich finde es sehr cool, dass der Sandsturm auch im unteren Screen gezeigt wird, so. Dass es dann so ein bisschen angepasst ist. Ich möchte jetzt noch ein bisschen in die wilden Pokémon reingucken, weil ich bin mir sehr sicher, dass es auch Iguana gegeben hätte.
und ich einmal nur dazu die Bestätigung gerne gehabt hätte. Oder ob ich mir vielleicht nochmal Chancen ausrechnen darf, ja. Ah, den hätte ich halt echt gerne gehabt, allein nur, weil, na, wegen wegen BPP, da ist mir Iguana schon ans Herz gewachsen. Aber naja. Wäre leider hier, ich glaube nämlich sogar, dass Iguana hier der, also hier wäre, glaube ich, der einzige Ort, wo man Iguana fangen kann. Das ist so leider das mehr oder minder Traurige. Ich packe mal Odysseus vor, weil ich glaube, mit dem Schutz sollte es dann so funktionieren. Aber ja, das waren so Serien, die früher so geguckt wurden, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Ich muss auch sagen, so in meiner Laufbahn als Schüler habe ich sehr vieles nicht verstanden. So auch so videospieltechnisch wurde immer über FIFA zum Beispiel geredet. FIFA auch so eine Sache. Nie gespielt, konnte ich nie irgendwas mit anfangen. Und so gefühlt war es das einzige Videospiel, was bei denen von meinen Kompagnons gespielt wurde. Das sind wirklich Kompagnons, kann ich euch sagen. Also so eine richtige Freundschaft hatte ich, glaube ich, nie wirklich mit denen. Dementsprechend, Alter, hatte ich auch nie wirklich viel mit denen zu tun. Also ich muss echt sagen, so ab der 8. Klasse mit den Leuten, also mit den Jungs, wir waren dann 6 Jungs, glaube ich. 6 Jungs in der Stufe. Nicht in der Stufe, in der Klasse. Und minus mich waren halt noch 5 da. Mit einem habe ich mich sehr, sehr gut verstanden, aber der war auch so ein FIFA-Heini, also von Videospielen und sowas konnte ich nicht wirklich was mit dem machen. Ich habe mich da auch fast nie mit irgendwem getroffen, außer mit einem, aber der war in der Parallelklasse mit dem, oder mit 2, die waren in der Parallelklasse. Mit denen habe ich mich sehr, sehr gut verstanden. Die haben dann auch mal die Videospiele gespielt, die ich gespielt habe. Jetzt nicht Pokémon, aber so ein bisschen in Richtung Nintendo-Stuff halt haben die gespielt. Und das habe ich halt, ne, das habe ich ja schon immer gefühlt, seit ich die Wii zum ersten Mal in die Hand genommen habe. Ich glaube, es war sogar wirklich die Wii und nicht der Nintendo DS. Weil den Nintendo DS hatte ich tatsächlich vor der Wii. Und den habe ich dann, den hatte ich, glaube ich, zu Weihnachten von meinem Onkel bekommen. Und mit New Super Mario Bros. DS, deshalb bin ich auch sehr, sehr gut in dem Spiel. Ich weiß nicht, ob ich in den Luftkampf gehen will. Eigentlich nicht. Nee, ich glaube, ich möchte nicht in den. Da ist mir die Angst zu groß, dass der irgendwie ganz, ganz dick in die Hose gehen kann. Ich frage mich gerade, wie ich das Item da verpasst habe. Wo muss ich da hin für das Item? In jedem Fall, als die Wii U dann kam mit Mario Kart Wii und du immer mehr Spiele dafür bekommen hast, ich sag, die Wii war es schon, doch. Die Wii war meine Kindheitskonsole, eindeutig, doch. Also mit der hat meine Videospielkarriere begonnen. Und da bin ich auch sehr dankbar. Die Wii war eine großartige Konsole. Eine absolut großartige Konsole. Mario Kart Wii, super gutes Spiel. New Super Mario Bros. Wii habe ich auch sehr viel Spaß. Hä? Oh, warte, ich glaube, ich bin einfach blöd. Ja, ich bin einfach nur blind und blöd. Ich kann da ja vorbeigehen. Aber ja, Abendfeuerstein, sieh an. Aber ja, das ist so, ich sag, das ist auf jeden Fall das, was meine Kindheit ausgemacht hat, der Nintendo DS und New Super Mario, nicht New Super Mario Bros. Wii, das auch, aber insbesondere, die gute alte Nintendo DS Handheld, ich wollte gerade Konsole sagen, aber es ist ein Handheld, das war immer so, oh, es war so schön, ich erinnere mich auch noch immer gut, wenn wir dann in Ungarn waren, bei meinen Großeltern, da dann immer so viel Nintendo DS gespielt und teilweise so Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen gespielt auf der Hinfahrt, das weiß ich noch. Da war es mal irgendwie so 20 Uhr, schon alles dunkel und dann saßt du im Auto und hast Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen gespielt. Das war einfach anders cool. Okay, was ist unser Encounter hier? S1? Naja. Ein Macholo, das ist nicht unbedingt das, was ich gerne hätte. Ich weiß natürlich nicht, was es hier noch so gibt. Ich weiß, dass es hier Kangama gibt. Und Kangama hätte ich schon cooler gefunden. Im Endeffekt ist Machomai wahrscheinlich sogar nützlicher. Aber okay. Die Zornklinge hat dann doch ein bisschen mehr Damage gemacht, als ich das erwartet hätte. So, und ich denke einfach mal, dass der drin bleibt und
Derweil gucke ich einfach mal. Ah doch, ich glaube, ich habe einen Namen, den ich gerne nehmen würde. Also wie gesagt, ne, ich habe ja schon im ersten Part, im letzten Part erwähnt gehabt, dass ich super viele Namen hier habe. Geht davon aus, dass nicht alle benannt werden. Es geht einfach nicht. Es können nicht alle benannt werden. Es tut mir auch sehr leid. Ich werde dieses Google Docs Dokument so behalten, dass ich die Namen dann später alle rausstreiche, die ich benannt habe. Sodass dann, wenn ihr weiterhin aktiv bleibt und ich die Namen dann schön doppelt lese, beziehungsweise mit großer Wahrscheinlichkeit werdet ihr dann halt im nächsten Projekt oder vielleicht in einem anderen Projekt, was hier nebenbei potenziell schon starten wird, dann da benannt. Weil ich denke, das ist so eine sinnvolle Sache. Weil, ne, vielleicht wird sich bald auf Downy wieder was regen. Man weiß es nicht. Und das wird jetzt... Kann ich? Ich glaube, es gibt nicht so ein extra Zeichen. Also so ein Bindestrich. Deshalb würde ich daraus jetzt einfach so Stone Kuhn machen. Oh doch, es gibt einen Bindestrich. Stark, Downy, da uns da. Stark. Gut, dass du die L&R-Taste kennengelernt hast. Gut, dass du sie kennengelernt hast. Aber ja, deshalb seid mir da bitte nicht böse, wenn ihr echt nicht benannt werdet, weil... Man kann einfach nicht... Kamera. Kann ich da jetzt so weitergehen? Oder kann ich weitergehen? Ich habe so Angst, dass ich was verpasse, aber die Leuchthöhle übrigens eine sehr, sehr coole Höhle. Als ich dieses erste Mal gesehen habe, dachte ich mir schon so, boah, die sieht so geil aus. Als ob da kein Item ist. Okay. Einfach nur eine Sackgasse. Aber die Kamera ist ein Ticken nervig, habe ich das Gefühl. Ich hoffe, ich komme mit der zurecht. Ich hoffe, ich verlaufe mich auch hier nicht so doof. Also momentan stehen die Karten dafür echt nicht schlecht, mich hier zu verlaufen. Deshalb würde ich mich ganz kurz ein bisschen... Ich hätte einen Tragosso kriegen können. Das hätte ich auch super gerne gehabt. Oh, warte mal. Oh, doch, wir können fliegen gut. Ich glaube, alles andere sind Sackgassen. Wenn kein Pokémon kommt, ist, glaube ich, da eine Sackgasse. Oder? Ich weiß nämlich auf jeden Fall, dass ein Pokémon, was hier so kommt, ein Kangama ist. Oder ein Kangama sein kann. Ich weiß nicht, ob es festgeschrieben ist, welche Pokémon quasi in diesem dunklen, was auch immer das ist, auftauchen. Aber es sieht mir nicht so ganz... Ich habe halt keine Ahnung, wo ich lang gehen soll. Ich gehe hier einfach entlang. Ich habe keinen Schimmer, ob ich irgendwie ein Item verpasse. Okay, wenn hier schon der Ausgang ist, dann gucke ich, kontrolliere ich das doch noch einmal, was da drüben ist. Da ist einfach nur ein großes Pokémon vielleicht. Kangama? Ich bin mir 100% sicher, dass es hier Kangama gibt. Nee, ist ein Tragosso. Dann ist es vielleicht doch... Ist es zwingend deshalb gerandomized, welches Pokémon kommt? Ich weiß es nicht. Also, wenn nicht richtig gerandomized, sondern einfach nur so. Noch ein Pokémon, okay. Jetzt habe ich doch ein bisschen Angst, dass ich wieder das Pokémon nicht finde. Aber ich hoffe jetzt einmal mal, dass ich es finde. Weil... Also ein Ausgang. Habe ich gerade Pokémon? Ich habe es mir doch gedacht, hier wird sicher eine TM versteckt sein. Und Dunkelklaue ist eine sehr, sehr wichtige TM. Einfach nur für Odysseus ist das eine super, super wichtige TM. Wenn euch sowas übrigens auffällt, dass ich irgendwie eine ganz, ganz wichtige TM verpasst habe, schreibt das gerne in die Kommentare. Dafür würde ich dann vielleicht offscreen auch einfach. Aber dafür würde ich auch ein bisschen nochmal zurückgehen, das nochmal nachholen. Weil das ist zum Beispiel eine TM, gerade wenn ihr so seht, vielleicht für einen Mon auf der Box oder etwas, was wir auf der Bank oder was wir gerade im Team haben. Da wäre die TM super wichtig für uns, auch eine sehr gute TM dafür. Wenn ihr sowas bemerkt, schreibt sowas ganz gerne in die Kommentare. Ach, Team Flair. Das beginnt jetzt also. Das geht jetzt also los, daran habe ich gar nicht gedacht. Ne, wir verschwinden jetzt hier nicht, meine Freunde, ne? Und Duster, ja, super. Gut, dass wir Gramokles vorne haben. Der hat ja so gute Karten gegen den, ne? Der hat ja so gute Karten gegen den. Ach ja. So nebenbei einfach mal kurz ein bisschen gucken, welche Namen schon verteilt wurden. Der Name wurde verteilt, wunderbar. Weil ich habe ein bisschen auch die Angst, dass wenn ich die Namen nicht wegmache, ich glaube, du kannst auch keine gute Bodenattacke, ne? Ja. Terra, Sandgrab ein bisschen schwierig, ne? Sandgrab ein bisschen schwierig. Ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt der Name, den ich brauche.
Aber ja. Gucken wir mal. Brüller. Warum? Was hat dich denn jetzt zum Teufel nochmal dazu animiert, da... Ja, genau. Was hat dich denn jetzt dazu animiert, hier Brüller zu drücken? Da gab es ja mal gar keinen Grund für. Also manchmal ist die KI schon ein bisschen... Weiß ich nicht. Schwierig. Ich nenne es... Schwierig trifft es, glaube ich, ganz gut. Weil... Das hat ja mal gar keinen Sinn ergeben. Irgendwie mag ich es nicht, wenn gegnerische Pokémon meinem Relaxo mehr als 10 KP machen. Ich habe so das Gefühl, Relaxo ist für mich so eine unüberwindbare Mauer in meinem Team. Niemand soll den irgendwie überwinden. Oh, der wurde aber schnell weggerotzt. Ja. Ich sag, Relaxo ist schon ein sehr starkes Pokémon für den Anfang. Da kann ich wohl wenig gegen sagen. Das ist ein sehr starkes Pokémon. Ja. Zermürben, meine Freunde, ne? Zermürben. Aber ja. Wir sind schon wieder an dem Punkt, ne, wo es schwierig ist, nochmal was Neues anzuschneiden. Ich überlege gerade noch, ob es noch irgendwas gab. Aber ich glaube nicht, was ich noch zu dem Wii und Nintendo DS-Thema hinzufügen möchte. Ich meine, meine Freunde, oder was weiß meine Freunde, meine... Ja, komm, jetzt können wir Autotomie wegmachen. Meine Kompagnons damals in der Schule besaßen natürlich schon sowas wie Nintendo DS und Wii, also gerade nur die zwei. Und Wii U dann zum Beispiel nicht, die habe ich mir natürlich geholt, weil ich weiß noch, das Weihnachten, als ich die Wii U bekommen habe, war auch sehr, sehr stark, muss ich sagen. Das war super. Das war wirklich super, kann ich sagen. Also da mit Super Mario 3D World, was ich jetzt gar nicht mehr finde, ich weiß nicht, wo es ist, aber da es sowieso bald ein Remake geben wird, wie von allem, muss ich mir da nicht wirklich Sorgen machen, ne? Aber ich frage mich immer noch, wo das hin ist. Hatte ich so mega Spaß an dem Spiel am Anfang. Ist so... Ah, es ist so schön, wenn man Spaß an dem Spiel hat, kann ich euch sagen. Es ist so schön, wenn man Spaß an dem Spiel hat. Ich sollte langsam vielleicht auch Ganovi vorholen, damit der seine Erfahrungspunkte bekommt. Es wird nämlich auch langsam Zeit. Nee, ich habe gar keinen Bock hier einzuschlafen. Ich sag, wie es ist. Ja, die haben sie sich natürlich nicht geholt. Dann hatte ich einen kurzen Hoffnungsschimmer, als Pokémon Go da war, weil die das auf einmal angefangen haben zu spielen und ich mir dachte, was passiert hier gerade? Warum spielen die Pokémon Go? Aber gut, das hat auch nur ganz kurz gehalten. Aber es waren schöne, ja, sagen wir so 2-3 Wochen hielt das. Da haben wir dann auch so im Klassenzimmer Pokémon gejagt, ne? Natürlich, ne? Ich weiß noch, ich habe ein mächtiges Tauboga damals im Klassenzimmer gefunden. Da dachte ich mir, ja, da kann der Herr sowieso, der Mathelehrer, den ich gehasst habe, gerne kommen. Ist mir egal. Ich werde dieses Tauboga fangen. Das Tauboga ist mir wichtiger als der Matheunterricht. Und das war auch wirklich so. Das ist jetzt nicht nur aus Meme gesagt. Das ist wirklich so. Ach ja, das geile Tauboga. Aber dieses lockere Wesen triggert mich halt echt, ne? Er ist halt echt ranzig, dass er das hat. Also minus Init. So gut wie die ersten Wesen waren, so schlecht ist das jetzt hier. Aber mein Gott, damit müssen wir jetzt leider leben. Damit müssen wir jetzt leider leben. Also mit Hochmut kann man Ganovi schon gut trainieren. Ich bin auch immer noch am Überlegen, ich habe echt keinen Schimmer, wen ich in die Arena mit reinleben will. Weil Amagaga und Valgoras sind zwei starke Pokémon. Ich habe jetzt nicht direkt was dagegen. Terrakrok ist sogar auf dem Papier das Beste, weil ich beide mit Bodenattacken erwische. Da komme ich nicht durch, weil ich keinen Zertrümmerer habe. Deshalb muss ich da tatsächlich sogar noch überlegen, wie ich das mache. Und eigentlich müsste ich auch durch die Leuchthöhle noch einmal durch, damit ich mein Fossil wiederbeleben kann, ne? Weil ich komme ja jetzt dann in die Stadt, wo die Arena ist und das Fossillabor war ja in einer anderen Stadt. Kann ich mir Baigoras vor der nächsten Arena holen? Das wäre auch eine interessante Frage. Uiuiuiuiuiui. Will jetzt nicht sagen, dass das nicht unbedingt das Matchup für unser Terrakrok ist. Aber das ist nicht unbedingt das Matchup, in dem ich Terra drin haben möchte. Ah, gegen Glibunke das Pflanzen-Pokémon reinschicken, auch nochmal so eine andere Sache. Aber ich sag, Glibunke wird von einem Psystrahl jetzt einfach umgerotzt. Ach, setz doch kein Lichtschild ein. Meine Güte, besieg doch das Glibunke, Psyau. Ja, danke für diese grandiose Leistung, Psyau. Du hast uns so gut weitergebracht. Gib's dem Zurukex nochmal einen Angriffsboost. Du bist so toll. Ich hoffe, Rutena kann Psystrahl und nimmt das Glibunkel raus. Oh, wie kann man denn so ein Kack-NPC sein? Dankeschön.
Das hättest du auch einfach mit deinem Psiao machen können und dann wäre das einfach jetzt nicht gestorben. Es wäre so eine einfache Sache gewesen, aber nein, das ist zu komplex für die werte Frau Serena. So, da ist der nice Beulenhelm und dann sollten wir das Zurückhex im nächsten Ding fertig gemacht haben. Weg mit dir. Ja, eine Nitro-Ladung ist mir echt egal, was du da hinterher setzt. Also manchmal, ich weiß nicht, manchmal sind die NPCs, die ich als Gegner gestellt bekomme, sehr gut. Aber egal, wen du als Partner hast, die sind eigentlich immer dumm. Die sind eigentlich immer dumm. Und ich verstehe nicht, warum. Warum muss man so dumm sein? Hat euch jemand ins Gehirn geschissen oder warum seid ihr so blöd? Meine Güte. Ja, die Klappe. So. Ich weiß jetzt gar nicht, ob noch was Großes kommt. Ich würde eigentlich das Fossil... Ich glaube nämlich, jetzt kommt das Fossil sogar. Ja, genau. Das würde ich jetzt sogar actually mitnehmen. Nur ich muss gucken, dass ich das Richtige mitnehme. Und da unten war noch ein Item, das ich hätte mir nehmen können. So, ich habe jetzt ein bisschen Angst. Möchtest du das Kieferfossil oder das Flossenfossil? Ich möchte das Kieferfossil, bitte. Ja, das soll es sein. Nice. Ah, Balgoras, so ein cooles Bo. Ich finde, Balgoras ist auch so ein knuffiger Dino einfach. Ist einfach ein knuffiger Dino. Ist eigentlich ein T-Rex, der nicht ganz so knuffig ist. Aber hey, der ist okay. Ich will jetzt noch nicht, oder? Warte mal. Hier ist ein Fluchtsaal. Aber ich kann noch gar nicht in irgendeine andere Richtung gehen. Ah, doch, ich konnte doch bei dem Wassersteg da entlang gehen. Ja, dann muss ich sowieso wieder zurück, komplett, ne? Ja, dann kann ich ja eigentlich jetzt hier doch... Weil das ist ja... Quasi hat ein Ende. Dieser Tunnel. Dann kann ich doch... Wo ist zum Teufel... Hä? Ich hab doch einen Fluchtseil. Oh, ich hab zwei, okay. Dann kann ich doch jetzt hier mit dem Fluchtseil raus. Genau, und dann müsste ich doch mit Rihorn wieder zurückgehen können. Ah, nice. Dann würde ich sagen, gehe ich offscreen oder mache hier einen kurzen Cut und dann sehen wir uns wieder und ich kann hoffentlich Balgoras beleben. So, ich bin vor dem Pokémon-Labor, habe auch gerade Relaxo abgelegt und dann gucken wir mal, ob wir jetzt direkt wiederbeleben können. Ich glaube, ich habe auch einmal gesagt, dass ich es cool fände, wenn wir einen Scampisto kriegen würden, aber ich glaube, den können wir ja gar nicht hier fangen. Wir kriegen hier nur Algit, also Tandrak. Deshalb ist das einfach nur Bullshit und hier ist unser mächtiges Balgoras. Und ich habe mich jetzt tatsächlich dazu entschieden, Relaxo erstmal... Oh, ein weibliches! Und wird das die Schlingelmine? Das erst einmal draußen zu lassen, weil der ist schon sehr, sehr stark hier auch für den Anfang. Und dann im späteren Verlauf ist es vielleicht nicht mehr ganz so stark. Schlingelmine, es tut mir leid, aber dein Name passt nicht ganz rein. Deshalb wirst du jetzt einmal nur Schlingel so heißen. Und ich möchte ja möglichst viele neue Pokémon benutzen. Ich habe ein bisschen Angst, dass uns Balgoras vielleicht grippiert. Aber hey, ach, nicht schon wieder ein lockeres Wesen. Ah. Ich meine, haben wir Titankiefer, das heißt, wir kriegen einen nice Boost. Wir haben sogar Tarnsteine auf dem. Ist auch sehr interessant. Und so haben wir jetzt tatsächlich... Ich glaube, das einzige nicht neue Pokémon, was heißt nicht neues, Garnovil und Dings. Jetzt bin ich ein bisschen zu weit nach rechts gekommen. Ich gucke noch einmal kurz, welche TMs der lernen kann. Kann der Dunkelklaue lernen? Nee, kann er nicht. Klauenwetzer wäre eine Attacke, die er lernen könnte. Raub kannst du lernen. Aber wir haben Gewissheit, das heißt, du brauchst es nicht. Wir haben noch kein Felsgrab gefunden. Kann ich das irgendwie hier... Nee, Moment, ich würde das eigentlich... wollte das anpassen. Genau, numerisch bitte. Dann kriegst du jetzt erstmal noch den Klauenwetzer tatsächlich dazu. Und Garnovi kann auch Klauenwetzer. Dann würde ich das sogar auch in Erwägung ziehen, beizubringen. Ah, und draußen ist anscheinend der Krankenwagen unterwegs. Schön zu hören. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht in der Aufnahme gehört. Ich würde so gern Relaxo auch drin lassen. Aber so momentan würde ich sagen, ist das Team... ausgewogener wahrscheinlich. Ja, wobei... Ja, doch. Ich glaube, wir lassen das Team jetzt vorerst erstmal so. Balgoras auch drin zu haben, ist eine ganz coole Sache. Der kann halt noch keinen Face Grab, das stört mich ein bisschen.
Aber hey, ich möchte auch ein bisschen mit Balgoras kämpfen. Und dann gucken wir einfach mal. Vielleicht kommt Relaxo irgendwann wieder rein mit so anderen Kandidaten. Wir haben ja jetzt ein paar coole Pokémon auf der Box. Also vielleicht so mit Machomai und Relaxo dann später so der Gen 1 Squad oder sowas. Keine Ahnung, das sehen wir ja dann. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Ich würde mich freuen. Bis dann und ciao.